Königplatz ist da unten links. Also es ist nicht mehr allzu weit. Nächste Haltestelle, Kranenburg S-Bahnhof. Okay, jetzt geht es zum Kranenburg S-Bahnhof. So, gucken, wo der hin abbiegt. Keinen Blinker gesetzt. Und rechts ab, okay. So, Fußgänger achten, sind keine. Und da haben wir den S-Bahnhof Kranenburg, die S-Bahn-Haltestelle Kranenburg. Und da können wir hier rechts anhalten. Haben auch einen Haltewunsch. Ist wahrscheinlich auch eine etwas größere Haltestelle, weil hier einfach auch die S-Bahnen und so ankommen. Aber hier kommen auch einige Linien vorbei. Unter anderem auch die SB12. Werden wir auch bestimmt nochmal irgendwann hier auf der Map fahren. Guten Tag, hallo die Dame. Und es geht direkt weiter. Und die Straße ist frei, perfekt. So, und jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Haltestellen vor uns. Dann sind wir an der Endhaltestelle. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Schrödersbusch. Da geht's hin. Also schnell, so schnell, so schnell. Was ist das hier rechts? Parkhaus oder so, oder? Kann gut sein. Ja, jetzt fahren wir hier gerade auch eine Strecke, wo auch die SB12 lang fährt. Der Schnellbus 12. Der fährt, das ist ja unglaublich. Ich habe nur gewartet, bis die Autos da raus sind, dass wir hier schön ausholen können. Also sonst wären wir hier schön auf dem Board schon aufgesetzt und das wollen wir ja nicht. So, gucken, warten die auf uns. Ja. Dann kommen sie doch rein. Guten Tag, hallo. Und weiter geht's. Das war die Haltestelle Schröderbusch. Jetzt geht's zur Emmastraße. So, 188 sieht wie aus. Also die 189 müssen hier rechts lang. Na, steht auch eine ganz schöne Schlange. Mal gucken, ob wir bei der nächsten Grünphase drüber kommen. Ist hier aber auch eine größere Kreuzung. Was ist das denn für eine große Kreuzung? Ah, dann kann man einmal hier lang, dann hier so abbiegen. Da kommen welche, da drüben fahren welche. Alter, wow. Muss man auch erstmal sich hier überlegen, diese Straßen, diese Verkehrsführung. Auch nicht so ganz ohne. So, sorry, dass du warten musst. Bisschen eng, ich weiß, aber konnten nicht anders. Super. Fast hätten wir es noch geschafft. So, und dann geht's da. Da geht's unter einer Unterführung durch. Ja, rechts haben wir die Haltestelle. Ja, da haben wir gleich die Haltestelle und dann Emmastraße. Dann haben wir Kranenburg Mitte, Rathaus Kranenburg und dann die Märkische Straße. Das heißt, es sind jetzt. Heißt der Stadtteil dann Kranenburg oder. Wahrscheinlich heißt der Stadtteil Kranenburg oder ist eine extra Stadt wieder. So wie Alheim, ist halt nur Kranenburg, keine Ahnung. So, jetzt dürfen die Autos von da fahren. Da kommen auch nochmal Autos her, also echt hier von überall. So, wenn die Ampel dann mal grün werden will. Hinter uns hat sich auch wieder eine ganz schöne Schlange gebildet, mein lieber Mann. Da kommen immer mehr Autos. Gut, dass vorhin nicht so viel hier standen, als wir hierher gekommen sind. Na komm, jetzt kannst du aber mal langsam auf grün umspringen. Ja, die Ampel. Die lässt sich Zeit. Kommen die denn daher? Alter, die fahren da raus. Die kommen echt aus allen Ecken kommen. Sondern kriegt immer nur dann die eine Fahrtrichtung, da wahrscheinlich immer grün. Jetzt sind wir dran. Wunderbar. So, schön rum, dass wir nicht aufsetzen. Das war nix. Aber egal, da wären wir an der Emmastraße. So, ja, die SB12 hält hier auch wirklich an nur sehr, sehr wenig Haltestellen. Halt auch so, ist halt ein Schnellbus, der fährt ziemlich. Der hält halt in ziemlich wenig Haltestellen. Fährt halt eine. Die gleiche Strecke, die halt eine Linie, eine normale Linie fährt, die halt an jeder Haltestelle anhält, in viel kürzerer Strecke, weil der Bus halt einfach nicht an so viele Haltestellen anhält.
So, 50 km/h sind wieder erlaubt. Und hier nutzen wir nur die rechte Spur, die andere ist gesperrt. Gut, da fährt ja auch der Gegenverkehr. Also bloß nicht darüber ausweichen. Jetzt geht's zu Kranenburg Mitte. Nächste Haltestelle, Kranenburg Mitte. Ja, die Ampel ist eh rot, lassen wir mal rollen. Große Schilder hier an den Masten da dran. Okay, die funktionieren irgendwie nicht. Habe ich in den Dateien nicht, dass die nicht angezeigt werden. Ich hätte mich jetzt mal interessiert, was da drauf steht. Vielleicht irgendwas von der Unterführung oder so. So, da vorne haben wir eine Busspur und dann geht es da, glaube ich, hier links rüber. Da ist so ein großer Busbahnhof sozusagen. Wo ziemlich viele Buslinien zusammenkommen. Also auch ein ziemlich zentraler Umsteigepunkt. Wunderbar. Dürfen fahren. Sehr gut. So, schön rechts bleiben. Und dann suchen wir mal unsere Haltestelle. 198. Da vorne machen wir irgendwie ein bisschen. Stehen irgendwie ein bisschen komisch. Da, Kranenburg Mitte, Bussteig D. Die stehen natürlich hier sehr, sehr gut. So, okay. Türen wieder zu. Müssen wir ein Stück zurückfahren. Anders geht es hier nicht. Oh, oh, oh. Wie stehen die denn da echt? Glaub's ja nicht. Das war Kranenburg Mitte. Ich glaube, es ist eh gar keiner mehr im Bus. Sind alle ausgestiegen. Ah, ne. Ne, das ist Richtung Hauptbahnhof. Und wir müssen. 188, fahren wir hier lang, weil von rechts kamen wir ja. Da steht Lichtau, genau, da wollen wir. Listau, da wollen wir ja nicht hin. Ah doch, ist noch jemand im Bus. Doch, da sind noch Leute im Bus. Ich dachte gerade, es wären alle ausgestiegen. Jetzt geht's Rathaus, Kranenburg, dann sind wir schon fast an der Endhaltestelle. Dann noch zur Märkische Straße und dann haben wir es geschafft. Dann ist die heutige Linienfahrt auch schon wieder zu Ende. Bis auf die Unfälle war das aber auch wirklich eine sehr schöne Fahrt. Wirklich eine tolle Strecke hier. Also die Map Alheim in der Version 3. Das ist übrigens die Version 3.0.2, die ich jetzt seit dieser Fahrt hier drauf habe. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Map. Kann ich euch nur empfehlen. Richtig cool. So. Ist ja vielleicht die eine oder andere unsichtbare Wand, aber sonst ist die Map wirklich sehr, sehr gut gelungen. So, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob wir fahren können oder nicht. Jetzt nicht mehr. Man hat das Zeichen uns eben noch gesagt, man kann fahren, vielleicht unter höchster Vorsicht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Map ist ziemlich cool, bis auf halt diese eine oder andere unsichtbare Wand, die vielleicht noch zum Beispiel da ist. Aber die Map gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, auch hier vom Design, von den Straßen und so. Echt sehr cool, macht sehr viel Spaß zu fahren. Auch wenn wir bis jetzt, glaube ich, auf jeder Fahrt Unfälle hatten. Aber auf der nächsten Fahrt probiere ich es dann nochmal schön ordentlich, möglichst ohne Unfall. Vielleicht haben wir nächstes Mal auch die SB12. Gucken wir mal. Und dann probiere ich da schön ohne irgendwelche Unfälle, schön ordentlich, dass nichts passiert, da zu fahren. Gucken wir mal. Vielleicht kriege ich es ja hin. Und diese Fahrt war leider auch, ja, auch da am Anfang mit dem Ausscheren und so. Haben wir leider ein paar Unfälle, aber gut. Sonst ist die Fahrt auf jeden Fall sehr schön verlaufen. Tolle Strecke, die wir hier gefahren sind. Und wir schauen mal, was wir nächstes Mal fahren. Vielleicht die SB12, vielleicht aber auch eine andere Linie. Schauen wir einfach mal. So, der Herr muss ein bisschen vorgelaufen kommen, bitte. Sonst können wir da nicht am Auto vorbei. Kommen Sie rein. Guten Tag. Hallo, kommen Sie rein. Und jetzt geht es auch zur Endhaltestelle. So, drängelt ihr euch noch vorbei? Nein, ihr geduldet euch. Das ist aber sehr, sehr vorbildlich. Gegenverkehr. Nächste Haltestelle, Märkische Straße. Endstation, bitte alle aussteigen. Die AVG bedankt sich für Ihre Mitfahrt und hofft, Sie bald wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. So, das war noch die Verabschiedung von der AVG, von der Verkehrsgesellschaft hier in Alheim. Und da vorne geht's rechts. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch fahren, bis dann zur Endhaltestelle. Gut, die Ampel ist jetzt eh rot.
Ne, ist noch ein Stück davor und dann gucken wir mal. Also ist noch ein kleines Stück, das wir noch fahren. Ne, der hat es nicht, die elektronischen Fensteröffner. So wie der C2. Gegenverkehr. Mal, wie weit es noch ist. Hier mit Kickdown auch ein bisschen schwer. Das, was ich halt besonders cool finde, dass man hier auch die Autos aus dem Hamburg Tag und Nacht als KI-Fahrzeuge hier fahren lassen kann. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache. So, hier rechts rüber ausholen. Guck, hier ist es auch so gebaut, dass man nicht gleich hier am Anfang diese Verengung da ist, sondern dass hier der Bus nochmal perfekt rum kann. So, guck mal, hier ist echt richtig gut, sind wir da gerade um die Kurve gefahren. Also so lobe ich es mir, so ist es perfekt. Auch hier ein bisschen weiter ausgebaut, dass der Gelenkbus gut rum kann. Bam, wunderbar. Und hier so ausgebaut, dass die Leute die Autos hier überholen können, wenn der Bus hier steht und dann auf die nächste Weiterfahrt oder so wartet, dass die Autos da vorbei können. Also wirklich sehr cool. Und so wird es wahrscheinlich wieder zurückgehen. Und da wären wir an der Endhaltestelle. Wieder alles aussteigen. Und das war es schon wieder von der nächsten Linienfahrt hier auf der Map Alheim in der Version 3. Version 3.0.2. Um ganz genau zu sein, habe ich hier von der Map. War auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Fahrt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn wir jetzt umschalten würden, schaltet sich auch wieder automatisch um. Zur Endhaltestelle in die andere Richtung. Und zwar nach Listau S. Das werden wir jetzt aber nicht fahren. Sondern das war es schon wieder von dem Teil hier. Mir hat die Fahrt auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Abgesehen von Unfällen war es auf jeden Fall auch eine sehr gute Fahrt. Tolle Strecke, sehr, sehr cool. Und dann gucken wir mal, was wir nächstes Mal hier auf der Map Alheim fahren werden. Das war's von diesem Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und ihr seht jetzt auch nochmal, wieso das hier ausgebaut ist, dass die Autos halt außen rumfahren können. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.